Die VUCA-Welt. Megatrends, globale Entwicklungen, Innovationen. Was passiert da? Vor allem, was kann ich tun, damit ich am Ball bleibe? Damit ich nicht untergehe, damit ich weiter mitspiele? Was tun, um zu gewinnen? Jens-Uwe Meyer war Kriminalbeamter, Journalist und hat seine Doktorarbeit über Innovationen in Unternehmen geschrieben. In seinem neuesten Buch sieht er sich Treiber und Konsequenzen der aktuellen Entwicklungen an. Und ich war PC-Techniker, Wissenschaftler unter anderem beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung und bin nun Professor. Hier berichte ich, was Jens-Uwe Meyer geschrieben hat. Und in dieser Position gebe ich meine Meinung dazu. Drei Trends sieht Meyer: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, demografischen Wandel. In dieser Reihenfolge. Digitalisierung, das sind auf der einen Seite Behörden, die per Fax kommunizieren und auf der anderen Seite Unternehmen wie Netflix und Microsoft, die sich erfolgreich immer wieder neu erfunden haben. Digitalisierung ist unbestritten der Haupttreiber. Nachhaltigkeit bleibt wichtig, aber man kann eben ein paar Jahre Nachhaltigkeit in den Hintergrund schieben, weil gerade Corona herrscht oder Russland einen Krieg in Europa begonnen hat. Dann sieht es so aus, als ob Klimawandel, Rohstoffknappheit oder Umweltverschmutzung kein Thema mehr sind, obwohl jeder weiß, dass diese Themen später umso dringender zurückkommen werden. Der demografische Wandel wird in den nächsten Jahren hauptsächlich auf dem Arbeitsmarkt zu spüren sein, aber hier habe ich die Erwerbsbeteiligung der 55- bis 64-Jährigen dargestellt. Anfang der 2000er Jahre wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert. Prompt stieg die Erwerbsbeteiligung dramatisch an. Und hier die Erwerbsbeteiligung der 65- bis 69-Jährigen und der 70- bis 74-Jährigen. Da ist noch Luft nach oben. Wenn wir Arbeit entsprechend gestalten, warum sollen dann nicht auch Menschen in dieser Altersgruppe gerne arbeiten? Und Meyer selbst betont, wie sich die Trends wechselweise verstärken. Wenn ein Unternehmen keine Arbeitskräfte mehr bekommt, dann wird überlegt, ob man eine Aufgabe nicht automatisieren, also digitalisieren kann. Selbstfahrende Autos und Lufttaxis sind uns schon vor Jahren versprochen worden und werden einfach nicht Realität. Ich schreibe Texte selbst, ich habe noch keine wirklich gut funktionierende Spracherkennungssoftware. Viele digitale Entwicklungen dauern lange, daraus könnte man schließen, dass auch Digitalisierung noch lange nicht ernst wird. Zitat: Die Digitalisierung verläuft ein bisschen wie die deutsch-deutsche Wende. Die Mauer, als technisches Symbol der deutschen Teilung, war innerhalb kürzester Zeit eingerissen. Die Mauer in den Köpfen hält zum Teil heute noch an. Doch später als viele dachten, bedeutet nicht, dass die Auswirkungen sanft werden. Die Folgen für Geschäftsmodelle werden noch viel radikaler sein, als wir es uns heute vorstellen können. Damit führt Meyer unter der Hand eine Unterscheidung ein, die ich noch deutlicher machen möchte. Digitalisierung kann Digitalisierung von Prozessen heißen, also E-Mail statt Fax oder ein PDF ausfüllen statt ein Formular ausfüllen. Flexibilisierung kann auch digitale Geschäftsmodelle heißen, also Onlinehandel statt Geschäftsstraßen, flexible Sammeltaxis oder Kleinbusse zu Straßenbahnpreisen statt Autofahren in der Stadt, YouTube statt Fernsehen. Digitalisierung als Prozess enthält die alten Strukturen, das können wir uns gut vorstellen. Digitalisierung als Geschäftsmodell, das ist wirklich neu, das können wir uns schlechter vorstellen, bis wir sehen, dass es funktioniert. Digitalisierung als Geschäftsmodell muss sich immer wieder neu erfinden. Wenn Google eine recht gute Suchmaschine und Amazon ein Versandbuchhändler geblieben wären, dann wären sie das, was CompuServe, Yahoo, MySpace und der Palm Pilot heute sind. Vergessen. 2019 konnte man einen Thermomix nicht online kaufen. Heute lässt er sich ins WLAN integrieren. Da hat ein Unternehmen in letzter Minute reagiert, sich neu erfunden, ein Reset gemacht. Genau solche Entwicklungen bezeichnet Meyer als Reset. Der Einfachheit halber spreche ich hier von Unternehmen. Die Entwicklungen betreffen aber mindestens genauso Behörden, Verbände, Kirchen, Hochschulen und andere Organisationen. Für den demografischen Wandel lauten Reset-Fragen beispielsweise: Wie betreiben wir eine Backfiliale, wenn es weder Fachpersonal für den Verkauf noch Fachpersonal für Wartung und Instandhaltung der Geräte gibt? Wie betreuen wir Kunden und Kundinnen, wenn die Kundenbetreuerin gerade vom Headhunter weggeworben wurde? Die Antworten werden vermutlich auch mit Digitalisierung zu tun haben. Welche Fehler machen Unternehmen mit Digitalisierung, Nachhaltigkeit, demografischem Wandel? Erstens, sie bewahren und verbessern. Selbstverständlich ist kontinuierliche Verbesserung wichtig, aber sie genügt bei weitem nicht. Zweitens, falscher Blick auf neue Technologien. Beispiel: virtuelle Währungen wie Bitcoins. Der kaufmännische Blick:
Wie können wir damit Kosten sparen? Beispielsweise kostengünstig Verträge und Vorgänge dokumentieren. Der kundenorientierte Blick, wie können wir Zusatznutzen für Kunden generieren? Beispielsweise durch Smart Contracts automatisch Aktionen auslösen. Die marktverändernde Perspektive, die scheint für virtuelle Währungen noch nicht ganz klar zu sein. Es geht hier um Entwicklungen wie Amazon und Einzelhandel, Musikgeschäft und Streamingdienste, Smartphone und ISDN-Leitungen. Selbstverständlich sind alle drei Perspektiven wichtig, aber die eigentliche Innovation liegt in der Marktveränderung. Drittens, wir haben gerade zu viel zu tun, Innovation ist wichtig, machen wir später. Viertens, statt schnellen Prototypen werden Monsterprojekte angeschoben. Das betreibt gerade ein mir näher bekanntes Unternehmen. Für eine spezifische Insel sollte neue Software eingesetzt werden. Aber Insellösungen sind schlecht, das lernt man doch an der Hochschule. Also hat sich das Unternehmen daran gemacht, die gesamte EDV-Landschaft neu zu gestalten. Was ja grundsätzlich nicht unvernünftig wäre, nur die spezifische Insel arbeitet immer noch mit der Software, die nicht nur uralt, sondern einfach schlecht ist. Gute Mitarbeiter wandern ab, der Marktanteil schrumpft. Wenn die große Lösung in ein paar Jahren fertig ist, wird es dann das Unternehmen überhaupt noch geben? Fünftens, Sunk-Cost. Jetzt haben wir für so viel Geld ausgegeben, das können wir doch nicht einfach über den Haufen werfen, nur weil es etwas Besseres gibt. Als ob es Kunden oder Beschäftigte interessiert, wie viel in veraltete Technik investiert wurde. Und sechstens, mangelnder Glaube. Ich erinnere mich noch an die Diskussionen. Wozu braucht man Windows? MS-DOS hat doch gut funktioniert. Wozu ein Navi, wenn man Karte lesen kann? Wer braucht als Privatmensch schon ein Faxgerät, eine E-Mail-Adresse, eine eigene Homepage? Ich habe nicht alle Innovationen mitgemacht, aber da, wo mir die Geschichte eingeleuchtet hat, da habe ich mich reingehängt. Ein eigenes Kapitel ist der Strategieentwicklung gewidmet. Ja, Strategien neigen dazu, vergangene Erfolge wiederholen zu wollen, Innovationen auf Oberflächliches zu begrenzen, sich mehr an der Konkurrenz als an der Zukunft zu orientieren. Stichwort Benchmarking. Und manchmal verfolgt die Strategie auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder Trends, ohne wirklich zu verstehen, was da eigentlich passiert. In der unternehmerischen Praxis werden Innovationen systematisch behindert. Meyer spricht von einem Corporate Immunsystem, das Innovationen systematisch unschädlich macht. Und das aus gutem Grund. Viele Beschäftigten werden doch dafür bezahlt, dass der Laden läuft. Dass Produkte und Dienstleistungen in gewünschter Menge und definierter Qualität generiert werden, da stören Innovationen tatsächlich. Was kann man tun? Eine kleine Gruppe zusammenstellen, aus dem Alltagsgeschäft nehmen, nur für eine Innovationsaufgabe einsetzen und das ganze große Unternehmen erst einmal außen vor lassen. Das Budget klein halten, damit keine Monsterprojekte entstehen und den Werkzeugkasten nutzen, den Change Management entwickelt hat. Also etwa Druck von außen und Krisen nutzen, um Änderungen zu erzwingen. Im Dreischritt von Unfreeze, Change und Refreeze denken. Neue Techniken im Auge behalten, künstliche Intelligenz zum Beispiel. Neue Organisationsformen im Auge behalten, kleine agile Teams zum Beispiel. Und dann bewährtes Erhalten, Innovationen erproben, auf eine intelligente Weise kombinieren. Ein Kochrezept dafür gibt es nicht, Meyer rät aber, die Stabilität und Flexibilität von Normen wie der ISO 9001 zu nutzen. Wie geht Führung mit dieser Aufgabe um? Führung braucht mehr Zeit für Innovation. Vielleicht kann Digitalisierung einige Routine-Führungsentscheidungen übernehmen und damit Freiräume für das Management von Innovationen schaffen. Führungskräfte haben eine zentrale Rolle. Sie haben großen Einfluss darauf, ob und wie ein Unternehmen innovativ ist. Meyer hebt besonders die Kennedy-Vision hervor, also die Vision, dass Menschen auf den Mond gehen, als dieses Ziel noch in ganz weiter Ferne und Russland hier deutlich überlegen war. So eine Vision motiviert mehr als die Vision Prozesseffizienz um 10% steigern. Innovation mag auf Widerstände stoßen, zu viel Harmonie könnte also Innovation stören. Wie motiviert man zu Innovationen? Am besten, indem man an der intrinsischen Motivation der Beschäftigten anknüpft. Ja, Menschen wollen von sich aus Dinge tun, Dinge verbessern. Das ist einfach die beste Motivation. Die meisten Menschen sind nun aber keine höheren Führungskräfte und entwickeln keine Unternehmensstrategien. Wenn Sie aber das Video bis hierher gesehen haben, dann vielleicht auch mit der Frage, was kann ich tun? Meyer nennt das Skillset, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten, ihre Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Zitat,
Sie müssen nicht alles vergessen, was Sie bisher gelernt haben. Sie müssen die Puzzleteile Ihres Wissens nur auf eine neue Art und Weise miteinander verknüpfen, überflüssige Puzzleteile entfernen und durch neue ersetzen. Plötzlich stellen Sie fest, dass Sie über ein hochmodernes Skillset verfügen, weil Sie auf dem aufbauen können, was Sie in einer analogen Welt gelernt haben. Ein persönliches Reset hat also zwei Seiten. Neue aktuelle Fähigkeiten erwerben und veraltete Fähigkeiten vergessen, also mindestens nicht mehr so wichtig nehmen. Was kann man tun, um neue Puzzlesteine, neue Skills zu erwerben? Jens-Uwe Meyer selbst hat ein Softwareunternehmen gegründet und leitet dieses. Das ist natürlich ein radikaler Weg, neue Skills zu erwerben. Ich erweitere meine Skills in Social Media durch Learning by Doing, wie Sie sehen. Ein Hobby mit Bezug zur Digitalisierung ist kein schlechter Ansatz. Kunden fragen, wie sie ein Produkt verwenden, welche Probleme sie möglicherweise haben, was funktioniert. Das wäre ein einfacher Ansatz. Nicht ganz so einfach ist es, typische Ablehnung für Neues zu vermeiden. Zum Beispiel, das haben wir noch nie so gemacht. Das geht nicht. Dafür gibt es keine Lösung. Das darf man nicht. Das habe ich noch nie so gesehen, gesagt. Und ich will doch konsistent in meiner Meinung und in meinen Äußerungen sein. Wie auch immer Sie sich neue Kenntnisse oder Fähigkeiten aneignen, Sie werden Zeit dazu brauchen und hier kann gutes Zeitmanagement weiterhelfen. Andererseits, mit einem Tag für Neues im Monat kommen einige Menschen schon recht weit, in jedem Fall weiter als jene Kollegen. Das haben wir noch nie so gemacht, das geht nicht, dafür gibt es keine Lösung, das darf man nicht. Das habe ich noch nie so gesagt oder gesehen. Fazit, Zitat. Ich hoffe, dass ich Sie in diesem Buch dafür sensibilisieren konnte, dass Unternehmen, die im Turbowandel der nächsten Jahre bestehen wollen, sich immer wieder hinterfragen müssen. Tun wir das Richtige? Sind wir richtig organisiert? Nutzen wir neue Technologien wirklich am besten? Sind andere möglicherweise schon weiter als wir? Der regelmäßige Reset ist in vielen Unternehmen bereits ein fester Bestandteil der Wachstumsstrategie geworden. Diese Unternehmen gehen einen ständigen Spagat zwischen Effizienz und Kreativität, zwischen Freiheit und Reglementierung, zwischen utopischen Visionen und realistischen Innovationen. Sie haben gelernt, dass ungelenkte Kreativität sinnlos ist, Ideen und kreative Konzepte sich aber andererseits nicht in normale Prozesse zwängen lassen. Mein Fazit ist, in diesem Buch hat Dr. Jens-Uwe Meyer zusammengefasst, was zur aktuellen radikalen Innovation zu sagen ist. Fachlich korrekt und gut zu lesen. Was noch fehlt, das können nur Sie selbst beisteuern. Handeln Sie. Einen etwas anderen Zugriff auf diese Themen hat Gunter Dück. Sein Buch zum Thema habe ich in einem eigenen Video besprochen. Das verlinke ich hier und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.